Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von Telefon und aus Zuschriften, die wir bekommen, wissen wir, dass es in Bezug auf gewisse Lebensmittel immer noch hartnäckige Vorurteile gibt, die kaum wegzubringen sind. Betroffen davon sind zum Beispiel die Spaghetti oder Teigwaren ganz allgemein, die immer wieder als Dickmacher bezeichnet werden. Mit dem uralten Vorurteil wird in den nächsten Beitrag aufräumen. Der Don Giovanni war einfach super. Aber weißt du was? Jetzt habe ich einen riesen Hunger. Ich glaube, ich mache noch eine grosse Portion Spaghetti. Als Sugo mit viel Sprints. Spaghetti? Nein, das geht nicht. Du weißt doch, Teigwaren machen dick. Das meinen viele. Haben dabei aber Unrecht. Spaghetti sind wie Brot auch keine Dickmacher. Du mit deiner Idealfigur kannst du das schon sagen. Teigwaren, auch Spaghetti, enthalten reichlich Kohlenhydrat und sehr wenig oder gar kein Fett. Der Körper braucht jeden Tag eine grosse Portion Kohlenhydrat. Nur beim Fett muss man aufpassen. Also doch keine Spaghetti. Mal. Die Spaghetti in viel Wasser al dente kochen. In der Zwischenzeit Knoblauch mit einem Kaffeelöffel Olivenöl, einem Kaffeelöffel Olivenöl dünsten, Pilz mitdünsten, die Belati dazugeben, würzen und ein paar Minuten einkochen. Dazu gibt es Sprints und für mich noch mal ein Tröpfchen Olivenöl. Oh ja. Halt! Für mich? Olivenöl. Für eine ausgewogene Küche die flüssigen Öle maßvoll verwenden. Spaghetti also erlaubt, nur beim Drum und Dran heisst es aufpassen. Nicht nur erlaubt, sondern sogar wärmstens empfohlen sind die fruchtigen Classico-Sorbet von Goldstar. Die erfrischenden Classico-Sorbet mit Fruchtmark und Fruchtstückchen sind jetzt in einer kleineren 325-Gramm-Packung erhältlich. Damit kann man noch ein bisschen mehr abwechseln unter den 5 verschiedenen Sorten Abrikot, Äpfel, Himbeer, Mango und Ananas. Lang im Voraus freut man sich drauf, macht grosse Pläne und dann sind sie dann auch schon wieder wahnsinnig schnell vorbei. Die Ferien. Was bleibt, sind die Erinnerungen und hoffentlich gut gelungene Fotos. Nicht überall kommt man aber die gewünschten Filme über und vor allem nicht immer zum günstigsten Preis. Es lohnt sich darum, sich vor den Ferien bei uns einzudecken. Und zwar mit dem neuen GoPro-Color-Film für besonders brillante Farbbilder, die nur den Preis verblassen lassen. Eine weitere Neuheit, die Sie jetzt ebenfalls bei uns entdecken werden, sind GoPro-VHS-Videokassetten. In HQ-Qualität für 180, 195 und 240 Minuten Spieldauer garantieren Sie für ausgezeichnete Farbwiedergabe und hervorragende Klangeigenschaften. Die GoPro-Videokassetten sind das ideale Band für häufiges Abspielen. Zum Beispiel, wenn man die Aktionsangebote aus dem GoPro-Studio auf keinen Fall verpassen will. Ein Kilo gehacktes Rindfleisch kommen Sie bei GoPro über für nur 10,50. 500 Gramm Bohnen aus Italien kosten nur 1,80. 3 Päckchen Schokobtibeur von Wernli gibt es für nur 6,40. Und 5 Tafeln Geijé-Schoki, Frigor, Milch oder Nuss kommen Sie über für nur 5,95. Außerdem offerieren wir Ihnen 3 GoPro-Videokassetten mit 180 Minuten Spieldauer für ganze 13 Franken. Und GoPro-Restaurant serviert Ihnen Spaghetti Bolognese und einen gemischten Salat für nur 8 Franken. Sie haben diese Woche schon Spaghetti gehabt und sind auch schon im GoPro-Restaurant gegessen. Dann hätte ich Ihnen hier noch einen anderen, aber ebenso überzeugenden Vorschlag. Das ist mein Rangiermesser für die Brote. Das ist mein Lachsmesser. Das ist mein Gemüserüstmesser. Das ist mein Messer, um den Schigo auszubeineln. Und das ist mein Messer für Bœuf Stroganoff, Chicken Curry, Coco Vin, Truthahn mit Mörtle oder die Schnetzle nach Jägerart. Mit dem mache ich nämlich die Schale auf von Midi Le Menu. Midi Le Menu von Coop. Zu einem ganz anderen Thema. Erinnern Sie sich noch an die grosse Nescafé-Aktion von Anfang Jahr? Richtig, die mit dem Wettbewerb, wo man reisen ins Euro Disney gewinnen. Inzwischen sind Gewinner in den einzelnen Coop-Regionen ermittelt worden und einige, wie zum Beispiel die Familie Girardin aus Genf, hat die tollen Attraktionen im Euro Disney geniessen und sich als Tagesstar gebührend verwöhnen.
Allen anderen Gewinnern wünschen wir an dieser Stelle viel Vergnügen im Euro Disney. Und Ihnen, die vielleicht das Mal leer ausgegangen sind, trotzdem herzlichen Dank fürs Mitmachen an dem Coop Nescafé-Wettbewerb. Das wär's schon wieder gewesen für heute. In einer Woche sehen Sie, wie immer, was bei uns neu oder besonders günstig erhältlich ist. Und der Armin Amrein, Küchenchef auf dem Bürgerstock, hat einen weiteren Rezeptvorschlag für Sie parat. Bis dann, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.